Du hast mich vergessen. Jetzt stehe ich da. Frag ich was? Fang ich allein mit all dem Plunder an. Angeschaut von Ulla Hahn. Ein interessanter Titel für die Lesung. Du hast mich angefasst, das kann man auslegen, wie man will. Ne? Das kann man auslegen, wie man will. Das ist eine Zeile aus einem Gedicht von Ulla Hahn. Und ich habe gedacht, das ist ein schöner Titel, weil es geht ja um Liebe, es geht um Lust, es geht um Sehnsucht, es geht um Schmerz, es geht um alles Mögliche, was die Liebe beinhaltet. Und du hast mich angefasst, ist das Herz. Einmal, du hast mich angefasst hier, aber auch körperlich. Ja? Und da habe ich gedacht, das ist ganz schön. Selim Öztürkan, die Prinzessin und der Hirte. Es war einmal ein reicher, mächtiger König, in dessen Königreich seit einiger Zeit ein Hirte seine Schafe weiden ließ. Der König hatte eine liebliche Frau und eine wunderschöne Tochter mit dunklen, wallenden Haaren und Augen fast so grün wie Becks Bierflaschen. Es war zu der Zeit, da das Königspaar anfing, sich nach einem stattlichen Mann für seine Tochter umzusehen, als diese zum ersten Mal den Schafhirten erblickte. Er saß auf einem Stein und spielte Flöte, während die Schafe weideten. Die Königstochter fand diesen Jüngling mit seiner sonnenverbrannten Haut, seinen schwarzen Haaren und dunklen großen Augen sehr reizend. Der Hirte indes nahm die Prinzessin gar nicht wahr. Er spielte eine Weise und dachte darüber nach, wie viel er seinen Schafen zu verdanken hatte und was er alles von ihnen gelernt hatte. Sie kümmerten sich nur darum, etwas zu essen und zu trinken zu bekommen, zu schlafen und zu scheißen. Sie machten sich keine Gedanken über die Zukunft. Sie lebten einfach nur ihr Leben. Manche Schafe waren dumm, manche schlau, manche störrisch wie Maulesel, aber alle schienen sie sehr gut zurechtzukommen. Das sind ja wunderbare Texte, wenn man sich da anschaut, wer da alles vorgetragen wird. Eigentlich wirklich Sachen, die wirklich ins Herz gehen. Na, nicht nur ins Herz. Es sind auch ein paar Sachen dabei, die gehen schon ganz schön ans Eingemachte, also ein bisschen tiefer als das Herz, sagen wir mal so. Ich glaube, das sind Sachen, die man in so Zeiten wie diesen momentan sind, ganz gut brauchen kann, dass man sich ein bisschen ablenken kann. Ja, das natürlich auch, aber es ist eine Lesung, die habe ich schon sozusagen im Repertoire. Und als wir überlegt haben, was kann man hier machen, um dem Theater ein bisschen auf die Beine zu helfen, indem man ein bisschen Geld generiert. Und dann haben einige Künstler, Gott sei Dank, hier aus Wien auf diese Idee hin mitgemacht. Weil es war halt meine Idee, wir haben irgendwie darüber gesprochen und so. Und jetzt ist es so, dass ich gedacht habe, ich kann zwei Sachen anbieten und die Damen hier sollen sich selber aussuchen, was sie möchten. Und die haben dieses gewählt. Und vielleicht ist es auch das Richtige, weil natürlich alles, was herzerwärmend, erfrischend ist, jetzt in dieser Zeit tut, auf jeden Fall gut. Dann nehmen wir uns ein Zimmer und trinken viel Schnaps und hören Musik. Dann drehen wir das Gas auf und küssen uns, bis wir tot sind. Oh, ich will mit meinem Liebling sterben, ah oui. Manchmal sagte sie auch mon petit chou zu mir, mein kleiner Kohl, petit chou. Einmal saßen wir in einem Café. Die Klarinette hüpfte wie 10 Hühner bis in unsere Ecke. Eine Frau sang sinnliche Synkopen und unsere Knie entdeckten einander und waren unruhig. Wir sahen uns an. Sie lachte. Wie geht's bei Ihnen momentan? Bitte? Wie geht's bei Ihnen momentan in dieser Zeit? Ganz schlecht. Also mir geht's Gott sei Dank bisher gut. Ich glaube, mir geht's noch besser, wenn ich am Montag wieder mit einem Negativtest in Deutschland bin, weil man weiß es nie. Und ich bin ja jetzt hier in diesem roten Bezirk sozusagen risikomäßig eingereist, um das zu machen. Aber ich wollte es unbedingt machen. Und, aber ansonsten, ich habe nichts zu tun. Ist alles weggebrochen, ist auch so geblieben, ist nichts Neues dazugekommen. Und ja, mal sehen.
Können wir nur hoffen, dass bald vorbei ist und dass wieder eine Normalität eingeht. Aber die richtige Normalität, nicht die neue. Naja gut, die neue hat auch Möglichkeiten. Ja? Nur, dass überhaupt sich was bewegt und dass nicht die Angst und die Panikmache manchmal, die hinter manchen Dingen steht, die Leute davon abhält, dann ins Theater zu gehen oder sich was anzuschauen, wenn es wieder losgeht. Nur weil sie denken, oh Gott, das ist der Ort, wo ich mich jetzt infizieren werde. Das können sie überall. Ja? Aber da hoffe ich, dass das sich ein bisschen entspannt. Dann sage ich schon recht herzlichen Dank und sage toi, toi, toi. Okay. Mit dem Dienstmännchen. Die Frau sank in die Knie, senkte den Kopf auf das Bett und ließ sich schütteln vom Weinen. Der Kerl schlief.